Hallo, schön, dass du hier bist. Heute widme ich mich dem Thema spiritueller Roman. Was braucht es unbedingt als wichtigste Zutat, wirklich als wichtigste, kommt noch vor der Botschaft. Um einen erfolgreichen spirituellen Roman zu schreiben, der deine Leser wirklich auch im Herzen erreicht und sie auch überzeugt. Und nur wenn er das tut, dann können sie ja auch die Botschaft empfangen und ihr folgen. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Sache. Es liegt in der Natur des Bücherschreibens, also des Romanschreibens, diese Zutat, aber sie wird immer wieder vergessen. Denn wenn wir einen spirituellen Roman schreiben, dann ist die Botschaft immer sehr stark im Vordergrund. Wir wollen ja nicht nur einen Roman schreiben, sondern wir wollen Licht hinaus in die Welt bringen, wir wollen zum Erwachen beitragen, wir wollen das Licht stärken in der Welt. Also es hat immer eine starke Ambition, wenn man einen spirituellen Roman schreibt, natürlich auch, wenn man Ratgeber schreibt, aber ich finde eigentlich diese Form des spirituellen Romans sehr schön, weil über eine Geschichte solche Botschaften oft leichter anzunehmen sind und auch spannender zu lesen sind als über ein Sachbuch. Ja, und da bin ich eigentlich schon auch am Knackpunkt, nämlich die Botschaft folgt der Geschichte. Das ist das, was oft vergessen wird. Das heißt, die Botschaft ist so stark im Vordergrund, dass die Story, also der Plot, darunter leidet und dass auch die Charaktere darunter leiden. Deshalb ist die wichtigste Zutat für einen spirituellen Roman dieses ganz normale, ich sage es mal in Anführungszeichen, normale Schreibhandwerk, was ja auch darin besteht, einen spannenden Plot mit einer anständigen Spannungskurve und einer soliden Drei-Akte-Struktur zu kreieren. Also wir brauchen auch und gerade für einen spirituellen Roman einen glaubwürdigen Plot, das heißt auch die psychologische Entwicklung der Helden samt Konflikt. Im Idealfall ist es ein tragischer Konflikt. Das muss Hand und Fuß haben, das muss stimmig sein, denn sonst bekommt der Leser ganz schnell das Gefühl, dass ihm etwas aufgedrängt wird. Das heißt, diese Botschaft wird künstlich verpackt, das heißt, man denkt sich eine Geschichte aus, arbeitet sie aber nicht sauber aus, sie ist nicht genügend motiviert, die Handlungen der Personen sind nicht genügend motiviert und alles dient nur dazu, in erster Linie die Botschaft zu verkaufen. Ich sage jetzt mal zu verkaufen. Letztlich ist es auch das. Das ist echt schwierig dann für die Leser, wenn sie das spüren. Wenn sie spüren, okay, hier geht es eigentlich nur darum, mir Wissen nahe zu bringen und die Unterhaltung bleibt auf der Strecke. Das heißt, wir müssen auch als spirituelle Autorin, wenn wir einen Roman schreiben, für Unterhaltung sorgen, für Spannung sorgen. Die Emotionen dürfen auf keinen Fall zu kurz kommen und die Charaktere natürlich auch nicht. Und ganz fatal ist es, wenn man einen zu perfekten Charakter nimmt, der also alle Tugenden schon in sich trägt und daher auch gar nicht mehr in einen richtigen Konflikt kommt. Auch dieser Konflikt des Helden muss gut ausgearbeitet sein, muss facettenreich sein und er darf zwischendurch auch mal stolpern und fallen und ja auch in diese menschlichen Niederungen abdriften. Wenn du ein ganz bestimmtes spirituelles Thema deinen Lesern näher bringen möchtest über einen spirituellen Roman oder eine ganz bestimmte Botschaft, dann solltest du unbedingt darauf achten, dass sie glaubwürdig erzählt und die Botschaft auch glaubwürdig vermittelt wird. Sonst besteht einfach die Gefahr, dass der Roman aus einer Aneinanderreihung von vermittelten Weisheiten besteht. Ja, also dass jedes Kapitel im Grunde eine Lektion ist für den Leser und mit Mühe und Not so in eine gewisse Handlung noch hineingepackt wurde. Und dass in diesen Kapiteln sich auch lange innere Monologe befinden oder auch wörtliche Rede, die viel zu sehr ausgedehnt wird. Das heißt, der Protagonist begegnet vielleicht einer Meisterfigur und es kommt dann zu epischen Gesprächen, die aber nicht wirklich aus der Handlung heraus
motiviert sind. Und das war auch etwas, da hatte ich bei meiner Diamantkriegersage auch richtig zu tun. Ich wollte das auf jeden Fall vermeiden, dass das Buch in irgendeiner Form dozierend wirkt. Und dass es auch eine vernünftige Story hat. Und es blieb aber gleichzeitig nicht aus, dass Sarah im zweiten Band mit ihrer Lehrerin, mit Laloba, das ein oder andere Gespräch hat. Und mir war halt wichtig, dass das dann auch psychologisch gut motiviert ist, dass Sarah also einen Grund hat, zu ihr zu kommen, dass sie einen Grund hat, gewisse Dinge zu fragen und gewisse Dinge zu erfahren und dass es dazwischen auch immer wieder Action gibt, also Handlungsmomente, dass eine Lebendigkeit da ist. Mir war auch wichtig, dass eine Liebesgeschichte dabei ist, auch wenn es keine klassische Liebesgeschichte ist, aber dass auch Elemente einer Liebesgeschichte immer wieder drin vorkommen, auch wenn es in erster Linie in der Diamantkriegersaga um Selbstliebe geht, aber wodurch finden wir zur Selbstliebe? Immer durch unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und das ist so etwas, das kann ich nur wärmstens empfehlen, dass du dein Augenmerk nicht nur auf die Botschaft, sondern auch auf das Handwerk, auf den Plot, auf die Charakterzeichnungen legst und da auch sehr genau arbeitest. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, also wenn eine Botschaft in dir brennt und du möchtest sie unbedingt in Form eines Romanes an deine Leser weitergeben, dann kannst du bei mir im Autorentempel das Basisschreibhandwerk erlernen. Der Autorentempel ist mein Mitgliederbereich. Da biete ich regelmäßig neue Schulungen an. Die alten gehen auch nicht weg. Die Tische sind jetzt schon reich gedeckt und es kommt immer noch was dazu. Und du kannst dir dann dort auch diese Lektionen herauspicken, die dich gerade ansprechen, die du brauchst. Da wird es dann zum Beispiel auch Schulungen geben zum Thema Plot, zum Thema die ersten Seiten, also die ist auch schon da, Charakterzeichnungen, ja auch Konflikt, tragischer Konflikt, wie entwickelt man das? Also all diese Elemente, diese Handwerkelemente, die es braucht, um einen packenden Roman zu schreiben, die werde ich in diese Schulungen hineinfließen lassen und dir zeigen, wie du da Schritt für Schritt vorgehen kannst, um deinem spirituellen Roman dann auch diese Geschichte zu verleihen, die er wirklich dringend braucht. Alternativ kann man natürlich auch einen Ratgeber schreiben. Also wenn man dann merkt, es fällt mir so schwer, einen Roman zu schreiben, dann könntest du ja auch einen spirituellen Ratgeber schreiben. Aber wie gesagt, ich finde spirituelle Romane hochinteressant. Ich denke auch, dass das etwas ist, was immer mehr werden wird, dass das immer mehr auch in die, ich sag mal, normalen Romane hineinfließt. Und ich hoffe auch, dass es immer mehr Verlage gibt, die sich diesem Genre öffnen, weil es einfach wunderbar auch in unsere Zeit passt. Filme gibt es ja auch schon in dieser Richtung. Und wenn die dann von der Story her auch richtig gut geschrieben sind, dann kann sich dieses Genre auch mehr und mehr durchsetzen. Also achte auf die Story, alle Infos zu meinem Autorentempel findest du auf meiner Website www.bettinabelitz.de. Und ich hoffe, ich konnte dir ein paar Inspirationen geben für deinen Roman und wünsche dir beim Schreiben ganz viel Freude und viel Erfolg. Bis zum nächsten Video.